Hi, heute geht es nicht um Holz, na, vielleicht ein bisschen, aber eigentlich geht es um Photovoltaik und zwar um mehr oder weniger eine Balkonsolaranlage. Also eine kleine Anlage, die hier im Garten ist. Und zwar habe ich damit den Holzunterstand hinter mir bestückt, um so die Fläche, die eh schon da ist, auch noch sinnvoll zu nutzen. Und zeige ich euch gleich mal noch am Stück. Also hier das so ein kleiner Holzunterstand. Da sind so 10 Meter Holz sind drinne und auf dem Dach. Da sind insgesamt 5 Module. Ich drehe mal rum, da kann ich das besser zeigen. So, also hier haben wir 4 Module, die sind neu oder jetzt 2 Jahre alt mittlerweile von JA Solar. Monokristallin, 380 Watt Peak. Und ganz am Ende, ja, mal gucken, ob man das hier sieht, da ist nur ein Modul, ist ein bisschen kleiner. Das ist ein gebrauchtes Modul. Das habe ich zum Schluss noch drauf gemacht als Resteverwertung. Ich zeige euch das mal. Da habe ich noch so ein bisschen Dachüberstand geschaffen. So, hier ist das kleine Modul, das steht hier noch über an der Seite. Und ja, da kann ich hier so Paletten noch hinstellen oder jetzt so ein IBC-Regentank. Hier auch mal von oben, hier kann man es ganz gut sehen. Die 4 großen Module von JA Solar mit 380 Watt und ganz am Ende das kleine, das ist ein gebrauchtes mit 170 Watt. Original vor 10 Jahren, das hat jetzt noch ungefähr so 150 Watt. Wie habe ich das Ganze angeschlossen? Das zeige ich euch als nächstes, vorher vielleicht noch die Konstruktion. Das ist halt hier vom Dach her ganz einfach. Das sind Dachlatten mit 15 mm USB. Da drauf dann eine richtig dicke Bärenfell. Matte oder Schweißbahnen sind das sogar mit Schiefer, die sind halt UV-beständig. Zur Verstärkung da drauf noch Querverstrebung. Oben drauf, da sind 60x40 mm Holzbälkchen mit Bitumen bestrichen. Da sind dann diese Stockschrauben, werden da eingeschraubt, vorgebohrt. Das sind 10 mm Holzgewinde, also Grobgewinde. Dann ist hier eine Dichtungsscheibe aus PU, damit kein Wasser eindringt. Eine Kontermutter, die das Ganze fest zurrt. Dann sind hier diese Adapterplättchen. Das ist da so ein Langloch hier, damit man die Aluschiene, das sind 40x40 mm Aluprofilschienen, damit man die ein bisschen noch verschieben kann, wenn die Löcher der einzelnen Stockschrauben. Ich habe das hier so um 1,5 Meter Abstand festgeschraubt. Wenn die nicht genau in einer Flucht sind, damit man hier mit der Langschraube noch in diese Richtung variieren kann. Und hier mittels dieser zweier Muttern kann man auch das Adapterplättchen in der Höhe noch variieren und so die Anlage ausrichten. Also relativ einfach die Montage, würde ich mal sagen. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal benutzt. So, das hält auch dicht, das ist ziemlich stabil und bin so eigentlich damit zufrieden. So, wie habe ich das Ganze angeschlossen? Auf der anderen Seite zeige ich euch jetzt. Hier, das ist die wettergeschützte Seite, da habe ich so einen Holzkasten gebaut und habe jetzt hier, sieht vielleicht auf den ersten Blick wüst aus, aber ich verlinke euch das mal noch, wie ich das zusammengesetzt habe. Ich habe das dokumentiert auf unserer Internetseite und da kann man das Schritt für Schritt eigentlich ganz gut nachverfolgen. Also hier 230 Volt kommt hier an, dreiphasig L1, L2, L3. Ich habe nur eine Phase in Benutzung hier. Da kriegt der Wechselrichter oder die beiden Wechselrichter kriegen noch mal eine extra Sicherung, damit ich hier, wenn ich daran was ändern oder arbeiten will, die Wechselrichter abklemmen kann, aber trotzdem Licht und Steckdosen noch weiter benutzen kann. Das sind beides
Modulwechselrichter oder Mikrowechselrichter. Und zwar aus der SG-Serie. Das sind günstige Modulwechselrichter aus China. Die sind ähnlich wie die WVC-Serie oder die GMI. Die gibt es in verschiedenen Leistungsklassen. Die sind nicht so teuer, haben allerdings auch keine VDE-Zulassung. Die haben nur ein CE-Zertifikat, das heißt, eine offizielle Anmeldung ist damit auch gar nicht möglich. Aber von der Funktionsweise her sind die haben einen Inselschutz. Das heißt, wenn man hier das nicht wie ich, also ich habe die Wechselrichter hier fest verkabelt und nicht mit einem Stecker. Bei Kronkraftwerken gibt es ja auch mit Schuko-Stecker und Inselschutz ist, wenn man den Stecker dann abzieht, dann muss da direkt sofort die Spannung auf dem Stecker weg sein. Und das haben, also das nennt man Inselschutz und das haben die SG-Wechselrichter haben das auch. So, ich habe jetzt hier einen kleinen, der geht bis 300 Watt und da hängt das kleine Modul dran, das gebrauchte. Hier der große, der hat maximal 1400 Watt, der hat vier Eingänge, hier einer, zwei, drei, vier und da kommen die vier großen 380 Watt Module einzeln eben dran. Hat trotzdem nur einen MPP-Tracker, das heißt die Module müssen gleich ausgerichtet sein, damit es gut funktioniert. Dann habe ich hier noch eine kleine Optimierung noch vorgenommen mit den Kühlrippen, die sind nicht original. Das ist, wenn die Module volle Leistung bringen, dann wird der Wechselrichter relativ warm. Hier draußen im Freien mit Frischluft geht es eigentlich. Da können die Wärme gut wegschaffen, trotzdem schaden tut es nichts. Deswegen habe ich die mit Alukühlkörper, mit Wärmeleitkleber und Wärmeleitpaste noch versehen beidseitig. Man kann es nicht gut erkennen, denke ich mal, aber da hinten dran ist auch nochmal ein Kühlkörper und Luftschlitz und genau, so bleiben die schön kühl. Das ist die eine Modifikation. Die zweite ist hier, habe ich noch Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren mit 10.000 Mikrofarad parallel zum Eingang angeschlossen. Hier auch, also quasi pro PV-Modul ein Kondensator parallel. Und zwar ist das so ein kleiner Puffer, um den recht langsamen MPP-Tracker zu unterstützen, wenn zum Beispiel so eine ganz kleine Wolke mal eben vorbeizieht, so Schäfchenwölkchen, dann würde normalerweise die Spannung einbrechen und der MPP-Tracker fängt nochmal an, den optimalen Punkt zu suchen. Das dauert relativ lange und dadurch verliert man einfach Leistung und diese Elkos, die puffern das ein bisschen weg, also bei einer großen Wolke bringt das nichts, aber bei so ganz kleinen Wölkchen bricht die Spannung einfach nicht so schnell ein und die Leistung ist im Mittel ein bisschen höher. Was habe ich hier noch? So ein kleines Wattmeter. Kostet irgendwie 10, 12 Euro so. Und das wird mit einer Messklemme hier drin in der Dose. Da laufen beide Wechselrichter zusammen. Also hier ist die Einspeiseleitung von dem kleinen. Hier ist die Einspeiseleitung von dem großen. Das Wattmeter hat so eine Messklemme, eine ganz kleine, wo dann über die gemeinsame Phase drüber geklipst wird und misst dann die eingespeiste Spannung. Also hier haben wir aktuell, es ist bewölkt. Es soll auch, glaube ich, nur regnen. Es ist halt gar nicht so schönes Wetter. Naja, es ist halt auch Oktober und irgendwie, naja. Auf jeden Fall, jetzt haben wir hier zusammen 150 Watt. Ja, da kann man immer ablesen, wie viel so die Einspeiseleistung ist. Die haben zwar auch hier Antennen und WLAN, aber das ist irgendwie so blöd gelöst, finde ich. Da braucht es so eine WLAN-Box und die hat USB und die muss man an den Laptop anschließen. Also ist ultra kompliziert, finde ich. Man kann es nicht über Netzwerk einbinden und über Handy auch nicht ablesen. Es gibt wohl eine neue Version von den SG-Wechselrichtern, die kann man direkt mit dem Handy verbinden. Das kann meine noch nicht, die sind ja 2 Jahre alt. Und genau, also bei den alten kann ich eigentlich dieses Zusatz-WLAN-Modul nicht empfehlen, das ist zu kompliziert. Und naja, deswegen habe ich halt dieses Wattmeter. Ja, das funktioniert eigentlich soweit, denke ich, ganz gut. So, warum zeige ich euch das?
Im Grunde, um zu zeigen, dass, wenn man eh eine Fläche im Garten hat, eine Dachfläche, dass man die auch ganz gut nutzen kann, einfach durch ein paar PV-Module. Ob die jetzt neu sind, wie hier diese großen 380 Watt-Module oder gebrauchte, das ist eigentlich erstmal egal. Bei eBay Kleinanzeigen gibt es oftmals ein paar gebrauchte Module, wo von Altanlagen, die aus der Förderung rausgefallen sind, dann günstig verkauft werden. Nutzt das. Also die Energiepreise sind gerade so irre hoch, das lohnt sich auf jeden Fall, Dachflächen, ob es jetzt im Gartenhaus ist oder von so einem Holzschuppen, einfach zu belegen mit einem kleinen Wechselrichter dran. Nun denn, es gibt noch einige andere Videos in dem Bereich. Ich habe noch ein paar andere kleine Anlagen im Garten, die ähnlich aufgebaut sind. Guckt es euch an. Und wenn es euch gefällt, gerne abonnieren und man sieht sich. Bis dann. Ciao.